Ja, hallo und herzlich willkommen bei ADH Fishing. Mein Name ist Martin und in diesem Video zeige ich euch zwei richtig geile Taschen von Sims. Das sind Ruten- und Rollentaschen der GTS-Serie. Die Taschen bestehen aus einem Hardcase, das heißt, sie sind sehr robust vor Stößen, Schlägen oder was auch immer. Ihr könnt die einfach in den Kofferraum schmeißen, noch ein paar Sachen oben drauf oder aber ins Boot legen. Wenn ihr mal fliegen wollt, könnt ihr die natürlich auch als Gepäckstück abgeben. Die sind wirklich sehr, sehr robust. Ja. Zusätzlich sind beide Taschen mit einem Cordura-Stoff überzogen. Der ist sowohl sehr, sehr abriebsfest als auch ein bisschen wasserabweisend. Das heißt, wenn es draußen noch mal feucht sein sollte oder ein bisschen nieselt, braucht ihr da keine Angst haben. So ein bisschen Wasser halten diese GTS-Taschen auch noch stand. Wir fangen an mit der kleineren Tasche. Das ist die Rod and Reel Case. Die hat einmal hier außen eine kleine Zipper-Tasche. Da passen so ein paar Fliegenschnüre oder auch Tippet-Material rein. Je nachdem, was ihr da so unterbringen wollt, schmeißt es einfach rein, Zipper zu, fertig, kann nicht abhanden kommen. Ja? Dann haben wir außenrum einmal einen etwas größeren Zipper, der sich auch super einfach öffnen und schließen lässt mit einer Hand. Das heißt, da ruckt nichts. Ja? Und wenn wir das Rod and Reel Case einmal öffnen, sehen wir direkt, wir haben hier einen super Überblick über das ganze Tackle, was wir für die nächsten Tage so brauchen. Ja? Fangen wir oben an. Wir haben hier so kleine Taschen mit einem Reißverschluss. Das sind so Mesh-Taschen. Da könnt ihr hier so ein bisschen Tippet-Material, Fliegenschnüre, was auch immer ihr braucht, einfach oben reinschmeißen. Einmal den Zipper zu und es fliegt nicht durch die Gegend. Und vor allen Dingen, ihr wisst, was ihr gepackt habt und ihr habt alles in einer Tasche. Ja? Hier oben haben wir nochmal so ein kleines Flypatch für die Fliegen, die vielleicht nochmal trocknen müssen. Ansonsten, wie gesagt, Kleinteile, Fliegenschnüre, Tippet-Material, alles oben rein. Ja, wenn wir ein bisschen weiter nach unten schauen, in dieses Hauptfach, fangen wir an mit unseren Rollenfächern. Ebenfalls mit einer großen Mesh-Tasche, hochwertiger Reißverschluss. Lässt sich sehr, sehr einfach öffnen. Und hier habt ihr halt Platz für eure Rollen. Die könnt ihr reinlegen, reinstellen, wie ihr wollt. Wenn ihr mal ein paar weniger Rollen mitnehmen wollt, vielleicht ein, zwei Fliegendosen mehr oder Fliegenschnüre, dann könnt ihr auch einfach so ein Fach hier vergrößern, indem ihr diese Trennwand mit dem Klettverschluss rausnehmt. Und schon habt ihr Platz für Fliegendosen, Fliegenschnüre, allen möglichen Kram. Ja. Also ihr seid wirklich variabel, was dieses Fach angeht und könnt da nicht nur Rollen reinpacken, sondern eben auch allen möglichen anderen Kram. Und das Ganze wieder mit einem Reißverschluss schließen. Somit fliegt es nicht durch die Gegend. Durch die Trennwände sind die Rollen sogar nochmal extra geschützt. Perfekt also, wenn ihr die ganzen Futterale der Rollen nicht mitnehmen wollt, sondern die Rollen einzeln reinschmeißt. Ein bisschen weiter unten haben wir quasi das Hauptfach dieser Tasche. Das ist das Rutenfach. Dort passen bei dem kleineren Case Einhandruten bis 9,6 Fuß rein. Und wenn ihr quasi die Ruten nur im Futteral reinschmeißt, weil wie gesagt, das Hardcase hält ja eh einiges ab, dann würde ich sagen, passen hier 6 Fliegenruten rein im Futteral. Ja. In diesem Fall ist nur ein Rutenrohr drin, eine Fliegenrute im Futteral. Somit habe ich hier noch ein bisschen Platz für Fliegendosen, Fliegenschnüre, was auch immer. Ihr merkt schon, ihr könnt die Taschen echt vollpacken mit allen möglichen Kram. Einmal zuziehen und in den Kofferraum schmeißen. Und schon habt ihr euer ganzes Tackle in einer Tasche. Das heißt, ich muss nicht, wenn ich am Wasser ankomme, gucken, wo habe ich eigentlich meine Rolle hingeschmissen, wo ist meine Route, wo fliegt vielleicht noch ein Leader rum, sondern ihr habt alles in einer Tasche. Ja? Und es ist auch noch super geschützt, dadurch, dass es wirklich robust ist. Die kleinere der beiden Taschen hat zusätzlich noch die Funktion eines Rucksacks. Das heißt, wir haben hier zwei Gurte. Ihr könnt euch dieses Teil einfach auf den Rücken schnallen. Ja, es ist super leicht, es stört nicht und könnt dann quasi losmarschieren oder aber ihr habt die Hände frei für die größere Tasche. Ja. Das heißt, diese ganze Variante gibt es auch noch mal in etwas länger. Das ist die Spay-Tasche der GTS-Serie. Falls ihr mit der Nymphenroute unterwegs seid oder aber mit der Zweihandroute. Der Innenaufbau ist ein bisschen anders. Wir haben hier oben auch unsere Mesh-Taschen. Da passen natürlich Fliegenschnüre, Polylider, Schussköpfe, alles rein. Könnt ihr auch mit diesem Zipper alles sicher gegen das Herumfliegen schützen. Und unten haben wir halt zwei große Rutenfächer in diesem Fall. Ja? Das heißt, hier passen Zweihandruten rein bis zu 14 Fuß. Und dadurch, dass wir zwei haben, könnt ihr 6 bis 8 Fliegenruten locker mitnehmen. Wenn ihr das nicht machen wollt, hier passen natürlich auch Rollen, Fliegendosen rein, alles Mögliche. Das spielt überhaupt keine Rolle. Oder aber für die Nymphenfischer, hier passen auch Nymphenruten rein mit 11 Fuß. Die gehen in die kleinere Tasche nicht rein. Ja? In diesem Fall haben wir hier ein Rutenrohr und eine 11 Fuß Nymphenrute mit Rolle und hier mit diesen beiden Bändern nochmal gesichert. Oben nochmal eine Rute im Futteral, eine Rolle, eine Fliegendose, alles sicher. Braucht ihr einfach nur zuklappen mit dem Reißverschluss. Ihr seht ja, wie leicht der hier geht. Ja? Da braucht ihr wirklich nur eine Hand, da ruckt nichts.
schließen und schon könnt ihr die Tasche mitnehmen, wohin auch immer ihr wollt. Ob ihr in die Unterkunft geht, ihr könnt sie ins Boot schmeißen oder ihr könnt sie auch als Gepäckstück abgeben, falls die Reise mal ein bisschen weiter weg sein sollte. Ja? Hier habt ihr nochmal so eine kleine Tasche mit einer Klarsichtfolie. Da könnt ihr zum Beispiel euren Namen draufschreiben, Telefonnummer oder Adresse fürs Reisen, falls sie abhanden kommen sollte und irgendjemand findet sie. Hier ist so ein Gummizug übrigens dran. Das heißt, sobald ihr die loslasst, fliegt die wieder zurück in diese Sims-Tasche. Das heißt, es baumelt hier nicht rum, kann nicht abreißen, gar nichts. Das ist also wirklich mal ein bisschen mitgedacht, finden wir sehr, sehr gut. Also wie gesagt, zwei Routentaschen der GTS-Serie von Sims, Hardcase, super geschützt, super robuster Cordura-Stoff. Bekommt ihr alles untergebracht. Die kleinere Tasche ist auch die Tasche, die wir tatsächlich immer mitnehmen. Ja, diese Tasche steht quasi bei mir zu Hause in der Ecke, fertig gepackt, nichts fliegt rum. Dann schmeiße ich sie einfach in den Kofferraum. Die ganzen anderen Wartklamotten oben rauf, das stört überhaupt nicht. Und wenn ich dann am Platz angekommen bin, ziehe ich mir sie einmal unten rauf, Reißverschluss auf, einmal aufklappen das Ganze und dann schaue ich, okay, was brauche ich jetzt? Nimm meine Route raus, meine Rolle raus, meine Fliegen, alles, was man so benötigt. Also, wer sein Tackle nicht nur geschützt haben will, sondern auch noch super geordnet, den können wir diese beiden GTS-Taschen von Sims wärmstens empfehlen. Ja? Einmal die kleine Variante, Einhandrouten bis 9,6 Fuß und für die Zweihänder bis 14 Fuß die größere Tasche. Wir nehmen jetzt unsere gepackte Tasche mit, fahren runter ans Wasser und schauen mal, was geht. Schnallen uns hier diese kleine Tasche um, nehmen die große noch und wünschen mir viel Glück.